Vorab eine kurze Anmerkung. Sie können mit den Untertiteleinstellungen am unteren Bildschirmrand statt des Englischen eine andere Sprache wählen. Nun zum eigentlichen Inhalt. Bildung 2.0, digitale Bildung neu denken. So nannte sich die Veranstaltung der CDU-CSU-Fraktion in Berlin. Am 15. Juni 2015 war ich auch als Zuhörer eingeladen. Das Material ist auf dem Kanal CDU-CSU freigegeben. Dabei wurde die CC-Lizenz gewählt. CC steht für Creative Commons. Dies hat den Vorteil, dass offene Bildungsressourcen daraus abgeleitet werden können. Das bedeutet, dass man den Autor nicht um Erlaubnis bitten muss, wenn man das Material nutzen möchte. Sie sehen die erteilte Erlaubnis im Bild. Die komplette Version finden Sie bei YouTube, wenn Sie nach dem Namen des Ereignisses, das heißt der Überschrift, suchen. Für die Fallstudie mit einem echten Videoausschnitt wählte ich eine Frage aus, die kam aus dem Publikum und deren Beantwortung kam vom Podium. Ich wollte eigentlich nur eine Anmerkung machen. Man muss auch sehen, Gründen ist auch einfach nicht mehr so einfach. Es gibt einfach nicht mehr so leichten Gründerzuschuss, wenn man sich selbstständig machen möchte. Leute haben massiv Angst in den letzten Jahren bekommen vor sozialem Abstieg, wenn es mich nicht klappt mit dem Gründen. Und den Optimismus, den es vielleicht Anfang der 2000er noch gab, der hat zumindest in dem Kreis, die mit mir damals dann studiert haben und auch danach fertig gemacht haben, einfach deutlich abgenommen. Und es gibt dieses schöne Bonmot von dem Gründer von LinkedIn, dem amerikanischen Pendant zu Xing, das kennen Sie vielleicht, der gesagt hat, also ein Unternehmen zu gründen ist so ähnlich wie aus dem Flugzeug zu springen und auf dem Weg nach unten den Fallschirm zu bauen. So ähnlich ist es tatsächlich auch. Und das soll jetzt nicht irgendwie das lächerlich machen, verstehen Sie mich nicht falsch, aber dieses sich in ein Umfeld zu begeben und während man unterwegs ist, dann auch die Fähigkeiten zu erlernen, die es braucht, den Markt zu verstehen, all das dann zu adaptieren, ist zumindest in dem Bereich der digitalen Welt, in dem ich auch unterwegs bin, notwendige Voraussetzung, weil das wird letztlich kaum gelehrt, sondern das erleben Sie eben dadurch, dass Sie das permanent tun. Wie bereits erwähnt, habe ich dieses Video wegen seiner Creative Commons Lizenz und seines Themas gewählt. Diejenigen unter Ihnen, die einen YouTube-Kanal betreiben und Werkzeuge zur Videoproduktion nutzen, können sich vorstellen, wie ich vorgegangen bin. Die Idee ist, den Bluescreen-Effekt zu nutzen, um den transkribierten Text in das Video zu montieren, bevor die Untertitel darunter angezeigt werden. Wenn Sie solche Dienste zum Beispiel von mir als Berater nutzen möchten, dann senden Sie eine E-Mail. Ich rufe Sie dann gern zurück. Vielen Dank fürs Zuhören.